Hallo und willkommen in Steffs Spielzimmer. Wir machen heute ein schnelles und knappes Let's Play zu Super Dungeon Explorer, einem ja, Tabletop-Miniaturenspiel, das das Gefühl von klassischen 8- und 16-Bit Hack'n'Slays japanischer Natur nachempfinden soll. Deswegen sehen die Miniaturen auch so aus. Das war ein Kickstarter-Projekt. Wir haben es auch schon mal gespielt und waren zu dem Zeitpunkt gar nicht so begeistert davon. Ja. Wir probieren es jetzt heute nochmal mit laufender Kamera und Motivation und überhaupt. Eigentlich, also im Grunde, wenn man es bekommt, dieses Paket, gibt es das erstmal nur auf Englisch, aber es gibt die Karten und die Regeln auch zum Download auf Deutsch. Und Steff hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, die alle schön auf dickem Papier auszudrucken und die Rückseiten drauf zu kleben und das Ganze nutzbar zu machen. Und wir haben eine Menge Marker. Nico und ich werden hier die Spieler sein, die in den Dungeon eindringen, aus welchem Grund auch immer. Ich spiele eine Glutmagierin. Die ist klein, niedlich, setzt alles in Brand, hat keine Nase und ein kurzes Röckchen. Hat sie einen Namen? Nö. Also sie heißt Amber, weil das unter ihrer Miniatur steht. Das hat Steff notiert, aber ich weiß nicht, ob der Name irgendwo herkommt. Ich glaube, den hat die Bemalerin der Figur, Jenny, drunter geschrieben. Ob er einen tieferen Sinn hat, kann ich auch nicht sagen. Ja, der Druide hat keinen Namen. Ja. Ich bin der Tiefwurzel-Druide. Ich weiß nicht, wie das im Original war. Und der kann sich verwandeln in den zornigen Bären. Ich glaube Deepwood oder so. Und anstatt den Bären, wie hier vorgesehen, als Eisbär oder was auch immer das sein soll, anzumalen, hast du daraus einen zornigen Waschbär gemacht. Was ist grauenerregender als ein wütender Waschbär? Wenn er 2 Meter groß ist, denke ich, könnte das schon... Ja, was ich sehr süß finde, ist, dass Steff es auch halt sozusagen 8-Bit farbenmäßig bemalt hat. Das Metall ist wirklich gelb statt gold, keine metallischen Farben. Ja. So, müssen wir noch was Einleitendes sagen? Ich glaube, gut. Großartig nicht. Wir sind schon aufgestellt, wir wissen, auf welcher Seite wir in den Dungeon kommen. Ist es ein Dungeon mit Lava? Wenn wir da drüber laufen, fangen wir an zu brennen, das müssen wir uns merken. Und Steff darf Monster spawnen an diesen beiden Portalen. Genau, und Ziel des Spiels ist es eigentlich auch, die Portale platt zu machen, damit keine Gegner mehr kommen. Und dann anschließend den Dungeon-Mini-Boss, Rex heißt er, das ist er, zu erschlagen. Den hast du jetzt ausgesucht dafür. Ja, genau, den habe ich. Genau, es gibt mehrere. Ich habe mich jetzt für Rex entschieden. Es gibt 2 Möglichkeiten, dass Rex erscheint. Entweder, wenn beide Portale zerstört sind oder wenn tatsächlich der Marker, der bewegt wird, sobald Monster oder Helden Schaden nehmen, ein bestimmtes Ziel erreicht. Erklär es mit den Markern hier nochmal. Also, ja. Also wir haben 2 Marker, die vorwärts rücken. Der eine genau. Ist der Loot-Marker. Genau. Der Loot-Marker rückt auch vorwärts, wenn Helden oder Monster Schaden nehmen und sobald ein mit Loot markiertes Feld passiert wird, dürfen die Helden eine Karte vom Beutestapel ziehen und ausrüsten. Der Marker wandert dann wieder zurück. Der Fortschrittsmarker zeigt an, in welcher gefährlichen Stufe wir sind. Es fängt mit 8-Bit an, geht zu 16-Bit und ist dann bei Super angelangt. Und der bewegt sich auch vorwärts, indem Monster oder Helden Schaden nehmen. Der wird nicht wieder zurückgesetzt, sondern der wandert jetzt immer weiter. Genau. Zusätzlich zeigt er auch an, wann ich zusätzliche Schädel bekomme, die ich investieren kann, um Monster zu beschwören. Ja, die Runde beginnt jetzt eigentlich damit, dass ich jetzt pro Portal 4 Schädel ausgeben kann, um Monster zu beschwören. Ja, dann beschwören wir. Ich habe. Du kämpfst aktiv gegen uns. Du willst nicht, dass wir gewinnen. Richtig. Steff mag uns nicht. Das ist die Grundlage des Ganzen. Das ist kein narrativer Dungeon Crawler, so wie Grist oder Hero Quest, ne? Sondern es geht wirklich nur um das Game. Monster kloppen. Ein Grinder. Ja. Also hier vorne habe ich die Koboldhöhle und ich beschwöre zum Beispiel einmal ein Eisenschild-Kobold für 2 Schädel. Da sieht man auch, die sind noch nicht bemalt. Also die Figuren kommen alle unbemalt. Und Steff hat bisher in Zusammenarbeit mit Jenny, gemacht, die Heldenfiguren genau. Bemalt. Dann kommt ein Koboldschläger für einen Schädel und natürlich ein Koboldspießgesille. Auch für, jetzt habe ich den falschen, da ist der Spießgesille, auch für einen Schädel. Also hier haben wir 4 Punkte. Und im Eiergelege spawnen Jungdrachen, und zwar 2 Stück, für jeweils 2 Schädel. Da habe ich meine
Schädel auch beisammen. So, jetzt geht's darum, die Runde beginnt. Ihr habt ja auf euren Heldenkarten zwei Werte oben. Einmal auf dem Steuerkreuz eine Zahl. Das ist quasi eure Bewegungsreichweite. Die könnt ihr jederzeit, also ihr müsst keine, nicht die bestimmte Zahl gehen, sondern ist optional. Ihr könnt sie jederzeit unterbrechen, um eine Aktion zu machen. Und der Button neben dem Steuerkreuz zeigt an, wie viel Aktion ihr denn überhaupt habt. Normaler Angriff wäre zum Beispiel eine Aktion. Dann gibt es noch besondere Aktionen wie Zauberwirken, kann dann schon mal zwei oder drei Aktionen kosten. Wir stellen jetzt erstmal fest, wer als erstes anfängt. Daumenwrestling? Nein, das wird festgestellt. Wir wählen jetzt, bei euch ist es relativ einfach, ich wähle jetzt eine Karte aus und gucke mir den Willenswert an, den Willenskraftwert. Das ist, ich nehm die jungen Drachen, die haben einen Willenskraftwert von 3. 3 blaue Würfel. Welche sind die besten Würfel? Die grünen? Die grünen. Die rote ist in der Mitte. Ne? Genau. So, ich habe einen Stern. Was ist dein Willenskraftwert? 2 rote Würfel. Und ich habe auch einen Stern. Dann darf Nico jetzt nochmal gucken. Der hat einen blauen, einen roten. Dankeschön. Das stimmt. Ich habe einen Aktien und einen Trank. So, dann machen wir ein Stechen. 2 Sterne. 3 Sterne. Damit fängt Mairi an. Ja, obwohl ich ein Magier bin, ist keine meiner Attacken auf Reichweite. Das heißt, ich mache das einzig Sinnvolle und bewege mich in Richtung der Schatztruhe. So, 3. Ich kann nur gerade ziehen, nicht schräg, ne? Genau. 5, 6. So, jetzt bin ich mit einer Figur dran. Kann ich denn meine Attacken, auch sozusagen, wenn du in meiner Nähe bist, dann auch nutzen oder bin ich jetzt raus? Du bist jetzt raus. Okay, eigentlich ist es gar nicht so gut anzufangen. Du brennst. Ich habe hier einen Übergang. Den könnt ihr auch. Geht das? Ja, das gilt als Übergang. Okay. So, jetzt dürfte Nico sich bewegen. Ist es denn sinnvoll, mich direkt in den zornigen Bären zu verwandeln oder was soll ich tun? Wenn du an einem Gegner ran bist. Du hast, ja. Du hast eine Fernkampfattacke, die eine Reichweite von 6 hat. Das reicht. 1, 2, 3, 4, 5. Die geht auch diagonal. Wo haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er muss halt ein paar Schritte vorher machen. Ja, du könntest noch näher kommen, richtig. Ich darf mich 7 Felder bewegen. Mhm. Genau. Also hier, ne? 7 Felder. Oben rechts. Also es ist kein Hindernis im Weg, ja. Keine Wand oder dergleichen, sondern nur die Lavakuben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja? Ja. Jetzt mache ich mal eine Fernkampfattacke. Die Würgeranke, die hat rein theoretisch 6 Reichweite. Würgeranke. Mhm. Und Explosion 1 erwischt also auch alle, die direkt neben dem Ziel stehen. Da sind jetzt, auf dem roten Feld eine 2. Das bedeutet. Ich darf 2 rote Würfel würfeln? Nein. Nee. Das bedeutet, dass. Du 2 Punkte verbrauchst von genau. Rein. Und rot zeigt, dass es eben eine Sonderattacke ist. Okay. Und danach würde ich noch die blaue Dornrüstung anlegen, falls jemand dich hauen möchte. Ja. So, wir können die Karten aber auch einfach einblenden, wie an die PDF. Oder? Dann würfel doch mal auf deine Würgeranke. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Attacke ansonsten. Also habe ich 3 blaue. Mhm. Ja. Dann 3 blaue Würfel. Und sinnig ist es, Sternchen zu würfeln. 3 Sternchen. Mein Schläger kann sich mit seinem Rüstungswurf verteidigen. Also was passiert jetzt? Ich beschwöre eine Würgeranke, die da aus dem Boden kommt und Dorn. Magie 6, Explosion 1, langsam steht da dabei. Magie 6 ist die Reichweite. Also das ist eine magische Attacke, die 6 Felder Reichweite hat. Explosion heißt, dass sie auch alle in einem Feld Umkreis um deinen Gegner, den du anvisiert hast, treffen würde. Und langsam ist der Effekt, der auf ihn ausgelöst wird. Also, mein Schläger, die arme Nuss, hat leider nur einen Rüstungspunkt. Also er darf keinen Würfel werfen. Das heißt, du machst 2 Treffer. Einer kann er negieren. Genau, da waren 2 weiter und hier auch. Und er ist weg. Tada! Gut gemacht.
Eisbär. So, jetzt. Danke, ich heiße Druide noch. Ja. Jetzt sind wir aber beide raus. Moment, ich darf noch eine Aktion. Ich habe ja drei Aktionen, das heißt, ich mache auch eine, darf ich noch benutzen, die Dornrüstung, hast du ja gemeint, wenn ich ja, oder genau, das dich zum Spaß und Bären verwandeln. Oder ich bleibe ich dann der Bär? Oder? Du kannst dich jederzeit wieder zurückverwandeln. Der Bär hat nämlich auf der Karte stehen, die Gestalt meiner Tiefwurzeldruide. Ja. Allerdings solltest du dran denken, weil mit dem Bären nimmst du mehr Platz ein. Du wirst also nicht mit dem Bären über den. Ja. Ja, das ist clever. Deswegen, ich bleibe Tiefwurzeldruide und lege meine Dornrüstung an. Wofür ich, glaube ich, nichts tun muss, oder? Müsst ihr irgendwas tun? Nur eine. Genau, dann jetzt ein Punkt. Oder gibt es irgendein Symbol dafür? Wir haben ja so viele Marker liegen. Ich weiß nicht, was sie heißen. Ich guck mal, ob es speziell einen für. Wahrscheinlich nicht. Es gibt einen Marker für Würgen. Wir merken uns das jetzt einfach, dass ich diese Dornrüstung habe und damit zurückschlagen kann, wenn ich jemanden Gut. So. Haben wir schon erklärt, dass wir Lebenspunkte haben? Wir haben Lebenspunkte und wir haben Trankfläschchen dabei, die wir ausgeben können. Ich habe auf meiner Karte einen Trank und 5 Lebenspunkte, deswegen habe ich 5 Herzen auf einem Stapel. Ich nehme an, wenn ich das Maul kriege, dann gebe ich die ab. Hm? Genau. Aber jetzt würde ich sagen, ich darf jetzt mit meinen restlichen Figuren ziehen, da keine anderen Helden anwesend sind. Die kommen natürlich auf euch zu. Ich muss kurz gucken. Obwohl sie ganz genau gesehen haben, was mit ihrem Kumpel passiert ist. Ja, die haben ja keine Wahl. Die werden von dem Chef telepathisch kontrolliert. Und vor allen Dingen sind Kobold, ich glaube. Ja. Ich glaube auch. Gut. Dann ist eine Runde vorbei. Der Loot-Marker wandert wieder zurück. Wir haben keinen Loot bekommen jetzt. Tja. Ach so, wenn wir genug Schaden machen, dann... Ja, dann schauen wir mal. Ich hätte einen Stern. Ich habe 2. Jetzt kannst du... Wir müssen die Initiative neu öffnen. 3. Ja, ich darf was machen. Ich werde meine Möbelanke benutzen. Verrückt, oder? Ja, Und würfel da wieder mit 3 blauen Würfeln. Und noch erwischt liegen, beide, ich nehme tatsächlich. Das ist ein allerdings Stern. Nur einer und das bringt, glaube ich, nichts, aber ich würde beide erwischen. Du würdest beide erwischen. Den Eisenschild juckt das wenig. Den Spießgesell schaltest du aus. Echt? Der hat keine Rüstung. Ja. Oh. Das ist auch einer der billigsten... Jetzt dürftest du dich noch bewegen, ja, beziehungsweise... Ja, das tue ich auch, weil ich nämlich sonst mal im Weg umstehe. Und ich gehe einfach mal gehen. Okay, da bin ich dran. 2, 3, 4, 5. Und dann haue ich ihn mit meinem Magma-Schlag, wo ich auf meine Attacke noch 3 Würfel drauf bekomme. Links greift 2 rote, 3 blaue. 1, 2, 3, 4. 4 Würfel, okay. 4 Sternchen. 4 Sternchen. Ja, dann bekommt ihr. Ding, ding, ding. Er hat leider nicht genug Rüstung. Muss es nicht deutlich weitergerückt werden, 4 Sternchen? Nur der verursacht wird, ja. Ah. Das heißt, jeder von euch darf jetzt eine Beutekarte ziehen. Ich habe Elfenstiefel. Gib mir einen auf Geschwindigkeit. So, und es wird jetzt bei eurer Karte angelegt. Und zwar hier. An der grünen Seite, weil es ein grüner ist. Jeder kann nur 4 Karten haben, also oben, unten, rechts, links und unten. Meine Elfenstiefel kommen links drin. Du hast ein Schreckensbeil. Ich habe ein Schreckensbeil gefunden. Das gefällt mir. Das lege ich wiederum links an. Wann brauchen wir Geschwindigkeit, Steff? Die Elfenstiefel machen die also schneller. Das ist nicht Geschwindigkeit, sondern Geschicklichkeit. Aha. Damit werden Fitness und so weiter. Ich habe mich jetzt 5 bewegt und 2 meiner Aktionspunkte aufgebraucht. Wie viel brauche ich denn, um eine Kiste aufzumachen? Truhen öffnen. Dürfte, glaube ich, kostenlos sein. Aber ich gucke sicherheitshalber nochmal. Und ansonsten hätte ich noch einen übrig. Aber ich bewege mich auf jeden Fall direkt vor die Truhe. Genau, das ist wichtig. Du solltest neben der Kiste sein.
Wann bewegen sich diese, Frage an dich, Magi, wann, wer ein Schiff guckt, wann bewegen sich diese... Wenn Schaden ausgeteilt wird, sowohl von uns als auch von denen. Okay, und dadurch werden dann neue Gegner gespawnt, wenn nicht. Also Steff bekommt dadurch die Währung an Schädeln, mit denen er neue Gegner spawnen kann. Ich weiß nicht, ob Steff das darauf geachtet hat gerade. Nee, habe ich noch nicht drauf geachtet. Schädel, dass der Schädel überschritten wurde. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass der Loot überschritten wurde. Er kriegt jetzt Schädel. Und wenn wir bei 16 Bit angekommen sind... Beziehungsweise ich darf ja auch neue... Du, Steff, sagen wir einfach, wenn, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr als einen Punkt kosten, ja, oder? Ja, ich gehe jetzt auch davon aus, dass... Ich mach die Kiste auf. So, genau. Dann ist die Kiste geöffnet und... Versteinertes Drachenherz. Was ich bekomme, man dazu findet. Ich bekomme mehr Lebenspunkte, wenn ich welche erwürfle. So, bevor jetzt... Oh, und zwei weitere Lebenspunkte. So. Das hat sich schon gelohnt. Was ich natürlich vergessen habe, ich muss dann natürlich, oder ich kann ja natürlich wieder neue Gegner spawnen lassen. Mhm. Hast du vergessen? Ne? Ja, hatte ich vergessen. Dann aber dafür brauchtest du doch Schädel. Wie viele Schädel hast du eigentlich? Ich habe für jedes Tor 4 Schädel. Plus einen zusätzlichen jetzt. Mhm. Ja, sollen wir das schnell nachholen oder weil ich es vergessen habe? Nee, zu euren nicht. Gunsten. Okay, dann lassen wir es zu euren Gunsten weg. Dann kommen jetzt aber meine Jungdrachen auf jeden Fall dran. Ja. Das hättest du machen müssen, sobald die Runde beginnt. Ja. Ich habe auch einen Aktionspunkt verschwendet eben. Also. Ja. Na dann. So. Haben die einen Fernkampf? Nein, leider nicht. Die sind noch zu klein, um Feuer spucken zu können. Okay, dann müssen wir wohl neue Initiative auswürfeln, was? Ja. 2 Punkte. 2 Punkte. 1. 4. Dann hast du die erste Initiative. Bitte nicht auf den Tisch schauen, sonst fällt die kleine Kamera um. 1, 2. Ignoriere mich doch. Übrigens, am Anfang einer Runde darfst du neue Monster spawnen, Steff. Mhm. So, das mache ich jetzt auch. Jetzt aber. Ja, jetzt aber. Jetzt zeigst du es uns so richtig. Ich gucke nur, was ich am besten spawne. Hast du welche schon angemalt von den Monstern? Mayre hat welche angemalt von den Monstern. Aber die sind noch nicht fertig. Ach so, dann nehme ich nicht. Aber ist ja egal. Sind trotzdem schon hübscher als ganz ohne, glaube ich. So. Jeweils, ja. Dann kommen jeweils 2 Drachlinge hier und 2 Schlüpflinge. Wir haben gewonnen, wenn wir den Endgegner besiegt haben, ja? Genau. Und Stefan hat gewonnen, wenn wir tot sind. Ja. Wenn wir marschieren. Ja. So. Was uns aber motiviert, in diesem Dungeon zu gehen, das zu tun, das erfahren wir nicht. Da kommt ein Drachenpriester. Genau, ein Drachenpriester und nochmal ein Eisenschild. Damit habe ich jetzt meine... Wie viele Helden liegt im Spiel bei? 6 oder 7? Ich glaube, dem Grundspiel. So. Und die spielen sich alle sehr unterschiedlich, ne? Das heißt, ja. Der Hauptreiz des Spiels ist, die verschiedenen Helden mal durchzuprobieren. Weil du hast halt klassisch die Fernkämpfer, die Nahkämpfer, dann hast du ein Paladin. 5 und 2 Tränke. 5 und 2 Tränke. Ja, ihr habt keine Tränke verbraucht, also könnt ihr sie auch nicht aufnehmen, aber es würden jetzt Tränke spawnen und jeder in dem Raum, also nicht nur Mayri, die den Drachen gegen den Drachen gekämpft hat, würde die Tränke bekommen, sondern jeder kann die einsammeln. So geht es auch mit Lebenspunkten. So, aber du hast jetzt den Jungdrachen 5 Schaden gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Blut! Eins weniger, weil einen Schaden kann ich abfangen, aber es... Trotzdem ist er hin. Und die Tränke würden auch kommen, wenn er nicht hin wäre. Ja. Es ist ja selten, dass Monster. Nur sobald sie Schaden, nicht sterben. Sobald Schaden verursacht wird. Beziehungsweise sobald eben. Was? Silberner Halsreif. Okay. Blau, kommt unten dran. Rüstung. Du hast einen zusätzlichen Rüstungswürfel. Das ist mal dein Inventar sozusagen. Ja. Die Kamera halten. Du kriegst auch noch was. Ich krieg auch was? Mhm. Genau. Ich bin aber trotzdem. Du kriegst Rune des Streuners. Das ist schön. Sieht inzwischen hier so aus. Ich finde, das ist sehr. Sehr putzig. Sehr putzig, sehr hübsch. Ja? Ich denke, vor allem ist es auch übersichtlich, weil sobald der 4. Platz voll ist, kann sie nichts weiter. Sie muss sich dann entscheiden, was er ausrüstet. Gut. Mayr hat gezogen und gekämpft. Dann würde der Jungdrache näher kommen.
Ich verstehe allerdings nicht, was hier teilweise die Zitate oder Sprüche auf den Karten bedeuten, sondern hier, Rune des Streuners steht unter braves Kätzchen. Hm. Was möchte uns das sagen? Dass mit dem Streuner eine Katze gemeint ist? Vielleicht geht da in der Übersetzung ein bisschen was verloren. Wer hat das übersetzt? Weiß ich nicht. Der Jungdrache würde zumindest versuchen, einen Schaden zu machen. Und ich habe gerade frisch einen silbernen Halsreif, der meine Rüstung erhöht. Mhm. Ist geblockt. Ein Schaden ja. zurück. Und ich würde ein... Nee, das ist nur bei der Attacke, dass ja. man dann ein Herzchen wieder bekommt. So. Die Leiste wird auch nicht weiter bewegt, weil ich keinen Schaden gemacht habe. Dann wäre jetzt Nico dran. Ja, dann würde ich meine fantastischen Würgeranken wiederum einsetzen. Weil was Besseres fällt mir gern. Mit 5. Auf wen? Ja, auf den Drachen da. Oder geht das nicht? Naja, die Würgeranke würden theoretisch jetzt auch Mairi treffen. Ah, schön. Kann er nicht auf ein Feld dahinter ziehen? Kann er auch, ja. Dann tut er das. Gut. Okay, mit 5. Ja. Ja, der Drache ist hin. 1, 2, 3, 4. Ihr kriegt wieder Loot. 1, 2, 3, 4. Und ich habe jetzt tatsächlich Krähenfuß durch. Du hast jetzt dein mein Quater, voll, ja. Immer, ja. Mein Quirl voll. Ich habe einen gehörnten Streitkolben. Der Rüstung plus 1 macht. Hm. Und du hast ausgerüstet auf demselben Slot ein Schreckensbeil. Das ich behalte mein Schreckensbeil. Muss ich das jetzt wegschmeißen? Nee, kannst du behalten. Nee. Aber ich habe noch einen Aktionspunkt frei. Und ich kann noch, laufen kann ich nur am Anfang oder kann ich jetzt immer noch laufen? Du kannst immer noch laufen. Du kannst jederzeit deine Bewegung... Ist der da nicht tot? Der ist jetzt tot, ja. Gut, dass du sagst. Ich hätte es jetzt vergessen. Also ich könnte jetzt auch laufen und mich dann in den Bären verwandeln? 5 Punkten hat er nichts mehr. Ja. Okay. Reicht das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, dann verwandle ich mich direkt in der Lava in den Bären. Nee, du hast 7 Punkte. Du bist dann hier. Ja, okay, dann tue ich das. Ich laufe hier rüber. Ja? Mhm. Hoffe, dass Steff das nicht so auslegt, dass mein Arsch noch in der Lava hängt. Und verwandle mich in den Bären. Gut. So, damit wir das mal gezeigt haben. Habt ihr diesen Effekt gesehen? Hier, Bär? Ja. Nicht mit den Krallen in die Lava. Ja, dann kommt aber auch gleich mein Eisenschild an dich ran und würde versuchen, dich zu attackieren und würde tatsächlich einen Treffer zielen. Kann ich jetzt irgendwas tun? Ich kann noch Rüstung benutzen. Du kannst jetzt deine Rüstung benutzen. Einmal rot, einmal blau. Beziehungsweise nee, der zornige Bär ist dran. Ach, jetzt der zornige Bär ist dran. Entschuldigung. Ja. 3. Ja. Kannst du ohne Probleme. Der zornige Bär ist davon nicht beeindruckt. Der zornige Bär steht im Weg. Ja, ich weiß. Entschuldige, das war nicht so clever. Ja, ich merke auch, dass ich auch nicht so clever gehandelt. Ich hätte zum Beispiel erst den Drachenpriester aktivieren sollen, weil er hat hauptsächlich verstärkende Zauber. Das hätte zum Beispiel meinen Angriff ein bisschen verbessert. Aber das merkt man halt, wenn man es mehrfach spielt. Ja. Er greift dich jetzt dann ganz profan an und würde 3-mal treffen. Oh. Aber kannst du blocken. In Ordnung. Ja, dann kommen jetzt meine Drachlinge und die Schlüpflinge dran. Sie kommen näher. So, das war's mit der Runde. Der Lootmarker geht wieder zurück. Hast du irgendwas gemacht? Ich habe einfach den getötet. Ja, stimmt. So, dann... Ist ja auch nicht schlimm, dass ich im Weg stehe. Dann eine neue... Initiative. Ich hätte 4 Sterne. 2. Ich habe 3. Dann fange ich diesmal an. Ganz wichtig... Aber der Bär ist im Weg, ich kann doch gar nichts machen. Es tut mir leid, ist halt doof. Komm mal, der Bär hat so breite Schultern. Er hat wirklich sehr breite Schultern. Das ist nicht sein dicker Arsch. Aber du kannst durch die Lava laufen. Kann ich irgendwie springen oder so? Wozu ist dieser Geschicklichkeitswert da? Du passt da eh nicht mehr hin. Das quillt alles über vom Monster. So. Das ist das, glaube ich, was uns das letzte Mal irgendwann wirklich genervt hat. Diese Unmenge an Gegnern, die wirklich jede Runde spawnen. Du kannst sie so schnell gar nicht wegballern, wie sie nachkommen. Nee. Ja, die Sache ist aber auch die, also wenn ich von einer Sorte Monster nicht mehr bringen kann, können auch keine nachkommen. Also wenn ich mehr genug in der Schachtel sind. Ja, aber die Schachtel, also wenn da alles weg ist, dann kommt nichts mehr nach. Ja, und ich fange an. Ich fange diesmal an mit
meinem Drachenpriester und er wirkt Drachenzorn. Das ist eine verstärkende Aura über drei Felder, von ihm mittig ausgezählt. 1, 2, 3. Erreicht also alle Kobolde auf dem Feld und sie bekommen einen blauen Würfel als zusätzliche Attacke. Wie schön. Gut, das hat mein Drachenpriester gemacht. Damit ist er durch. Jetzt bist du dran. Ja. Ich bin dran. Stimmt, du hattest die... Ich habe also jetzt die Wahl, durch die Lava zu laufen oder nichts tun zu können diese Runde. Dann fange ich an zu brennen. Genau. Das heißt... Kostet eigentlich das Ausgeben von Tränken auch irgendwelche Aktionspunkte? Nein. Dazu sind die Marker da. Du kannst halt jederzeit nutzen, werden dann halt abgelegt. Okay. Ich fürchte, dann werde ich einmal durch die Lava laufen müssen. Es tut mir leid. 4. Und dann gebe ich direkt... Ich hebe den so, ein bisschen auf. Dann bekommst du den Feuermarker. Mhm. Und jedes Mal, wenn du jetzt aktiviert wirst, erleidest du einen Schaden. Das ist nicht so toll. Kann man den Feuermarker irgendwie wieder loswerden? Ja, ich habe einen Zaubertrank, mit dem ich das machen kann. So, jetzt stehe ich vor dem Drachenpriester und brezel ihm einen Magmaschlag. Mhm. Auf den Pelz, auf die Schuppen. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ja, 1, 2, 3, bidding! Wie viel fängt 3, 4, 5, 6. 5, 6, bidding, bidding! Wir sind in der 16-Bit-Landschaft angekommen. Also Diamantschild erhöht meine Attacke. 16-Bit-Landschaft ist somit erklärt, ich könnte jetzt auch 16-Bit-Monster beschwören. Die müssten eigentlich einfacher sein als die 8-Bit-Monster. Meinst du? Ja. Weil die Spiele jetzt einfacher waren. Weil die Spiele leichter wurden. So, ich tausche meine Elfenstiefel gegen ein Diamantschild, weil ich nämlich das starke Gefühl habe, dass wir Geschicklichkeit nicht häufig brauchen werden. Oder? Das brauchst du ständig. Ja. So, dann habe ich noch den Krähenfuß, dadurch das erhöht. Aber da nur 3 Lebenspunkte hat, hast du ihn natürlich platt gemacht. So, dann habe ich jetzt noch 2 übrig und könnte noch einen ganz normalen Angriff machen. Weißt du, dann drücke ich einen noch vor und hau auf den Kleinen da ganz normal drauf. Das ist der Spießgeselle. 3. Ja, dann 1, 2, 3. Es gibt nochmal Loot. Hast du dir gerade schon 2 Lootkarten genommen? Nein. Entschuldigung. Also, 1, 2, 3. Ja, ich habe versucht, meine... Ich habe 2 Lootkarten gezogen, aber bei der Mamie hingelegt. Möchtest du eine Runde der Konzentration oder den Diamantschild? Diamantschild. Oh, warte. Ah, das stimmt ja sogar. Wir haben sogar 2 Loot-Sachen. Das heißt, du kriegst 2, 3 Karten jetzt auf. Oh. Ah. Und ich krieg noch... Fighting-Stiefel, Rune des Schutzes. Die Rune des Schutzes erhöht. Die Rune der Konzentration. Ich zieh mich mal schnell um. Ich hätte sogar 3 Würfel jetzt gerade würfeln dürfen, weil ich einen Attack-Bonus habe. Wir machen das alles falsch hier. Vermutlich machen wir es total falsch. Ja, aber egal. So. Ich habe auch vergessen, meinen... Du bist jetzt fertig, mal? Ja, aber dann, ich habe noch meinen zusätzlichen Schaden nachgewürfelt. Dann käme ein Eisenschild an den Bären. Das hat ihn nicht getötet? Was? Oh, doch, ja, natürlich, der Spießgeselle. Ja. So, Lege ich jetzt eigentlich den zornigen Bären hier drüber oder hat der keine Ausrüstung? Der zornige Bär hat keine Ausrüstung. Aber er hat Ausrüstungs-Slots. Slots. Dann legen wir ihn drüber. Okay. So. Das entscheiden wir jetzt auch. Ja. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt zu faul bin, nachzugucken. Ja, aber das Eisenschild greift dich jetzt an. Der Zauber wirkt ja noch und er hat einen zusätzlichen Attackewürfel. Und er würde 4 Schadenspunkte beim Erklärbär machen. Der Erklärbär hat Rüstung 2-mal groß und hat 5 gewürfelt. Dann macht er keinen Schaden. Okay. Ich hatte vergessen, dass ich noch meinen Trank werfen wollte. Dann darf der Erklärbär ran. Der Erklärbär, willst du deinen Trank noch werfen? Darf man die Tränke, du sagst jederzeit, heißt das auch außerhalb der eigenen Aktivierung? Hauptsächlich in deiner. Hauptsächlich. Ja. Hauptsächlich. Es gibt dann nochmal Tränke, die bei anderen wirken. Gut. Aber das steht dann speziell dabei. Der zornige Bär hat 2 rote Attackewürfel. Er hat einen Bärenangriff, der ihn einem dritten Attackewürfel verleiht. Ja, 2 Aktionspunkte kostet, den ich erst benutzen würde. Ich habe noch einen blauen Attackewürfel durch die Schreckensbeil. Und durch die Stachelhandschuhe einen weiteren blauen Würfel. Mein Problem ist,
Ich kann damit trotzdem nur einen töten. Ja. Wenn es einen Rundumschlag gäbe, wäre das nicht so dermaßen nervig. Es gibt aber keinen Rundumschlag. Es gibt nur Bärenangriff und Bärenbrand. Mhm. Aber du kannst jetzt noch tollen Loot bringen. Ja, ich kann mich natürlich wieder in Wurzeldruiden zurückverwandeln, aber egal. Das sind 8. 8. Auf wer auch immer da vor mir steht. Ja. Es gibt auf jeden Fall noch zweimal Loot. Schätze gibt man nur aus Truhen. Schätze ja. Kriegt man nur aus Truhen. Die Rune des Luxus. Und die Rune der Meditation. Weiß blöd. Ja, es hat ihn auf jeden Fall weggebrezelt. Also dem hat er nicht mehr viel entgegenzusetzen. Den hast du sowas von Blatt gemacht. Fehlgefütterte Armschienen. Ja. Soll ich abschließend noch einen Angriff machen und dann... In der nächsten Runde wirst du dann wieder 97 Monster beschwören. Werde ich dann wieder aufstocken, ja. Beziehungsweise, dann wäre es vermutlich bald soweit, hätten wir hier das Miniboss erscheint. Okay. Soweit können wir ja noch spielen. Versuchen wir es mal. Bisher habe ich noch keinen Schaden genommen. Du, und du auch nur, weil irgendein Idiot dich dazu gezwungen hat, zu laufen. Ja, ich, der Eisenschild-Kobold würde 2 Trefferpunkte machen. Wenn er denn trifft. Nein, was er natürlich nicht macht. Gut. Nee, ich habe noch Monster, die ich nicht bewegt habe. Auch der greift dich an. Mit 3 Trefferpunkten. Das kommt jetzt durch, jetzt kriege ich 2 Schadenspunkte. 1, 2. Jawohl, jetzt kriege ich. Ich gebe 2 Herzchen ab. Genau. Und bin jetzt auch der zornige Bär. Ich bin traurig. Ja? Ich bin ein trauriger Bär. Ja. Dann kommt der Drachlin an die Reihe. Er will natürlich dich beißen. Würde er mit 4 auch machen. Nee. Ich habe auch 4 gewürfelt. Dann in dem Falle für den Verteidiger. Dann stürmen die Schlüpflinge vor. Und die Schlüpflinge schnappen, glaube ich, lieber nach dem zornigen Bären. Aber die treffen nicht. Die sehen aber auch einfach. Der zornige Bär hat bei seiner Verteidigung einen Trank gewürfelt. Das bedeutet aber nichts. Nee. Okay. Ich würfel nicht einmal Trank. So, jetzt hätten wir eine neue Runde. 6. Ich habe das Gefühl, ich fange an. 3. 2. Ja. So. Ich kenne jemanden, der Monster spawnen darf. Stimmt. Ja. Was spawnen wir denn Hübsches? Ich habe noch zusätzliche... Ich glaube, eine Magierin steht da. Ich kann sie nicht töten. Sie sind so süß. Nächstes Mal müssen wir irgendwas spielen, was einen Rundumschlag hat. Ich habe einen Rundumschlag. Jetzt wäre die Gelegenheit. Den werde ich auch einsetzen. Die Türme müssen wir auch zerstören? Dann kommt da kein Monster, oder was? Ja. Okay, aus dem Eingelege können keine neue... Können keine neuen Drachen kommen, weil du keine Drachen mehr hast. Weil ich keine Drachen mehr habe. Definitiv keine Drachen mehr. Keine Drachen. Keine Drachen. Gut, somit sind die 4 Punkte. Ja, dann. Bin ich dran? Ja. Ich nehme einen Schaden, weil ich brenne. Danach werfe ich direkt meinen Trank. Dadurch würde ich den brennen los und du bekommst einen Lebenspunkt wieder. Ich auch? Ja, das hat nämlich eine große Reichweite. Okay. Und danach nutze ich meinen Feuerspeil. Das ist eine normale Attacke, aber mit Reichweite 1 rings um mich herum. Und ich habe hier einen Attacke-Bonus durch ein Artefakt, das ich trage. Deswegen darf ich 3 Würfel benutzen. Und das sind 4. Okay, 4 rings um dich rum. Also betrifft die 2 Schlüpflinge, den Drachling und den einen Kobold mit 4. So, dann haben wir auf jeden Fall, der ist weg. Warte, 1, 2, 1. So. Dun, dun, dun! Sagen wir mal, der erscheint hier. Ah. So. Der ist noch tot. Das ist der. Jetzt gucken wir nach den Schlüpflingen. Ist das jetzt der Endgegner? Ja. Wenn wir den Platt machen, ist es vorbei. So, dann sind es noch 1, 2, 3. Wie viel kriege ich pro? Was hast du? Also, sie haben keinen Rüstungsschutz, also jeweils 4. 4, 1, 2, 3, 4. Wir kriegen 3-mal Loot. So. Und jetzt gucke ich noch am Drachling. Da geht es nochmal 1, 2, 3 weiter und er ist auch hin. Ach, die haben nicht viel Lebenspunkte. Rune des Ogers. So.
So. Die roten Würfel sind besser als die blauen, ne? Ja. Ja, da sind mehr Seiten beschriftet und die Sternchenanzahl ist höher. So, jetzt habe ich aber noch Bewegung und einen Aktionspunkt übrig. Kriege ich nur gelbe Karten. Wie viel Schaden muss... Also eigentlich geht es jetzt darum, Rex zu töten, ne? Wenn ihr jetzt schafft, Rex zu töten, habt ihr das beendet. 3, 4, 5, 6. Ich komme nicht ganz bis zu Rex ran. Aber ich gehe trotzdem schon mal in die Richtung. 1, 2, 3, 4. Und danach haue ich den Drachling, der da neben mir steht. Der Drachling. Ich versuche mir den Weg zu ebnen, damit ich Rex einmal ausmauern kann. Mit 4. Okay, er nimmt 3 Schaden, ist damit hin. 1, 2, Blut. Ich tausche meinen Krähenfuß durch gegen die Rune des Zorns, was mir einen festen +1-Wert auf Attacke gibt. Achso, immer einen Schaden auf jeden Fall. Hm. Ja. Clever. Ja, dann wäre ich jetzt dran. Mach mal was. Ja, natürlich. Aufs Maul. Er benutzt Rexhaut. Also, Rexhaut im Sinne von seiner Haut? Oder? Nein, er haut. Ach, das ist ein Rex-Smash wahrscheinlich. Ein Sonderschlag, weil normalerweise hat er 2 blaue und 2 rote und jetzt kriegt er noch einen grünen dazu. Ja, das klingt total gut für mich. Wenn ich nicht Krütze würfeln würde, ich habe 3 Treffer. Aber es reicht, um dich 2-mal zu verwunden. Autsch. Ah, das wandert nicht mehr weiter. Ist ja schon auf dem höchsten. Ja, und hier waren wir auch. Ja, also er wandert wieder zurück. Das heißt, ich krieg auf dem Rückweg auch wieder. Der wandert immer hin und her. Ja, und das war meine Aktion mit Rex. Jetzt ist der Bär dran. Jetzt ist der Bär dran. Tricky, tricky. Der Bär kommt da nicht durch, ne? Im Moment nicht, nein. Du kannst dich zurückverwandeln und deine Wurzelattacke verwenden. Ja, das ist das Schlauste, was er macht. Tut er das? Fump! Dann kommt in die falsche Richtung. Da ist der Gegner. Soll er die Wurzelattacke auf den Endgegner machen? Oder ja, und auf die hintere Ecke des Endgegners. Soll er nicht lieber versuchen, die Gegnerscharen hier wegzubrezeln? Oder die Dinge, die im Weg stehen, damit er mit den Bären durchkommt? Gute Frage. Wenn Rex mich noch 2-mal haut, bin ich tot, ne? Sag mir. Aber ich weiß nicht, wie viel Rex an Leben hat. 5 Lebenspunkte. Versuch's mal. Was? Zauber auf Rex. Ja gut, ich habe ja auch Zusatzwürfel, ne? Ja. Gelten die in dem Fall auch? Ja. Okay. Weil die Würgeranke nur ganz normaler Angriff ist. Würgeranke, ganz normaler Angriff. Mhm. 3 blaue. Wo sind die blauen hin? Dann kriege ich noch einen roten dazu. Dann kriege ich noch einen blauen dazu. Ja. Würgen wir mal. Warte, die Reichweite war 6. 6. Das reicht auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das sind 6. 6. Ich habe 2 rote. 5. Okay. Das war Pech. Er kriegt aber zumindest einen Schadenspunkt. So. Gut, dann willst du noch, oder kannst du noch was machen? Ich kann nichts mehr tun. Du kannst nichts mehr tun. Du kannst dich nur bewegen, wenn du willst. Das stimmt, das soll ich auch tun. Aber ich komme nicht sehr weit. 1, 2, 3, dann stehst du da. Entschuldige bitte, dass ich dir im Weg stehe. So, dann machen wir es doch ganz einfach. Der Drachling würde dich angreifen. Aber nur mit 1. 2. Passiert nichts. Passiert nichts. Was heißt das Herz? Würde ein Herz spawnen, wenn ich einen Schaden gemacht hätte, aber ja, dann greift der Jungdrache dich an mit 4. Und ich habe auch 4. Wunderbar geblockt. Das wunderbar. Das Eisenschild schleicht sich von hinten an und würde 2 Treffer erzielen. Einer ist geblockt, aber ich krieg einen Schadenspunkt. Und es spawnt jetzt und ein Herz? Ich krieg ein Herz, das heißt? Ja. Das heißt, ich krieg's wieder zurück, oder? Ja, beziehungsweise Mairi bekommt auch wieder ein. Beide? Das ist ja super. Bitte? Beide? Ja, das betrifft alle Helden. Er schlägt mich und wir beiden Beine geheilt. Erklär mir das, aber egal. Also, du wirst nicht geheilt, bei dir verändert sich nur nichts. Ja. Ja, das war's. Dann ist die Runde vorbei.
Gut, neue Runde. Du spawnst zu uns. Ich spawne das gesagt haben. Ich hätte 3. 2. Okay, Mayri fängt an, aber ich darf spawnen. Dann spawnen wir doch das hier. Und... Langsam wird's eng. Wird voll, ne? Ja, was passiert, wenn... einfach nicht physisch es möglich ist, mehr Monster in den Raum zu quetschen. Dann geht's nicht. Ja. So. Ich Magma schlage. Du Magma schlägst? Ja. Dann Magma schlage mal. Ich das habe gewürfelt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich kriege noch einen Flat-Bonus von plus 1, also 7. 7, okay. Du bist jetzt ziemlich blöd eingesperrt zwischen, oder kannst du die Seite ausweichen? Nee. 7 hast du. Mhm. Ich krieg 5 Treffer und 1, damit 2, hast 3, du 4. 6 gegrillt. Und nochmal Loot bekommen, einfach weil ich es kann. Damit haben wir gewonnen, ne? Ja, Rex ist gefallen, weil ich konnte nur 2 von den 7 blocken. Und er war schon angeknackst, also 4 hätten gereicht. Gut, das lief deutlich besser als beim letzten Versuch. Ja, also ich glaube, erstens unsere Charaktere passen besser zusammen als die letzte Kombination, die wir hatten. Die war irgendwie nicht wirklich effektiv. Und ja, so ein bisschen Glück hat vermutlich auch mal gespielt. Und wir hatten die Regeln jetzt besser drauf als das letzte Mal, wo wir es das allererste Mal gespielt haben. Würdet ihr das Spiel empfehlen? Man muss dazu sagen, 100 Euro hat es gekostet. Oder 80? 80. 80 das Grundspiel. Ja. 100 waren es dann wegen den 2 zusätzlichen Erweiterungen. War es nicht 150? Ja, ich glaube 150. Hm. Weil jede Erweiterung nochmal so 25 oder so. Also ich muss sagen, jetzt in der zweiten Runde hat es mir deutlich besser gefallen als in der ersten. Es hat halt immer noch nicht wirklich Inhalt. Es geht wirklich nur um das Kloppen. Ja. Aber es sieht niedlich aus. Ob mir das Geld wert ist, ist die Frage. Also ich keine entschiedene Empfehlung. Wenn man aber einfach nur Dungeon Crawlen und Zeugs ummoschen will, das niedlich aussehen soll. Außerdem muss ich sagen, haben sie ja, glaube ich, auch sehr viel Kritik sich zu Herzen genommen und es wird eine Erweiterung geben, wo es dann auch noch zusätzliche Regeln gibt, wo alle gegen den Dungeon spielen, der dann nach eigenen Kartenmechanismen funktioniert. Das würde, glaube ich, auch noch sehr viel Spaß machen. Das müssten wir dann noch ausprobieren. Wenn das denn, ist das schon draußen? Das wurde finanziert, aber es ist, glaube ich, noch nicht fertig. Also bei mir ist es eine eingeschränkte Empfehlung, aber ich hatte jetzt tatsächlich Spaß. Ich denke, du kannst mit dem Spiel eindeutig Spaß haben, wenn du halt wirklich dran gehst. Okay, ich gehe rein, kloppe Monster, zieh Beute. Und es war jetzt auch nach einer halben Stunde oder so, 40 Minuten. War es auch erledigt. Kann sich auch länger ziehen. Aber es ist halt kein richtiger Dungeon Crawler. Es muss halt vom Gameplay leben, im Gegensatz zu HeroQuest oder Drizzt, das auch von der Atmosphäre oder von der Story ein bisschen lebt. Das kann aber funktionieren, wenn man halt drauf steht, ja. Ist schon recht fetzig. Ich denke, bei HeroQuest oder Drizzt, weil wir es schon nennen, kommt auch viel, weil du allein durch das Spiel, durch das Setting animiert wirst, auch ein bisschen Charakterspiel zu machen, hast du hier halt überhaupt nicht. Was hier ist, man wird unglaublich schnell mächtiger. Also ich meine schon, wie viel Loot wir eingesammelt haben und wie viel das dann auch an den Werten verändert. Ja, also das heißt, schon nach den ersten paar Monstern kann man die nächsten effektiver schlagen. Das macht schon irgendwie Spaß, wenn man merkt, dass man mit einem Zauber die ganze Horde rings um sich umplätten kann. Ja gut, so. Wie gesagt, das Spiel gibt es nicht auf Deutsch. Man kann es bei, wie heißt die Firma nochmal? Soda Pop bestellen und auf Deutsch die Gegend runterladen. Genau, die sind kostenlos. Und, nicht jedermanns Sache, würde ich sagen. Aber was ist das schon? Sehr und mit diesen philosophischen Worten verabschieden wir uns für heute. Genau. Und räumen das wieder weg. Ohne helle Begeisterung, aber mit einer grundlegenden Zufriedenheit. Yay. Ich bin dezent amüsiert. Dezent amüsiert, sehr schön. Ja, ich sehe, deine Mundwinkel zucken leicht, ja, ich sehe es schon.